Auf welcher Seite stehst du? Glaubst du, ein durchtrainierter Männerkörper wirkt auf Frauen beeindruckend, sexy und anziehend? Oder glaubst du, Fitness, Muskeln und das Äußere eines Mannes ist Frauen vollkommen egal? Meine Beobachtung: Viele Männer, welche die letztere Ansicht vertreten, sind nur zu faul, um ihren eigenen Körper in Form zu bringen, sind sich sicher, dass es Frauen eh nur auf das Geld abgesehen haben, oder sind einfach vom Neid auf durchtrainierte Männer zerfressen. Am besten, ich rede nicht lange um den heißen Brei herum. Frauen hassen bei Männern mangelnde Fitness, fette Bäuche und dünne Streichholzärmchen. Sie müssen diese Dinge hassen, weil es die Natur von ihnen verlangt. Ich lasse hier wirklich keine zwei Meinungen zu, Kumpel. Deine körperliche Verfassung hat einen größeren Einfluss auf Frauen, als viele Männer wahrhaben wollen, und durchtrainierte Männerkörper machen Frauen an. Ich habe zum Thema schwach und debil versus durchtrainiert und fit schon das ein oder andere Video gemacht. Guck dir zum Beispiel meine 5 besten Tipps für den Körper, auf den Frauen stehen, an. Okay, was glaubst du, denken Frauen, wenn sie einen verfetteten und schwächlichen Typen vor sich haben, der schon noch 5 Treppenstufen ein Sauerstoffzelt braucht? Sie denken natürlich: Ihh, ist der Typ eklig, uncool und jämmerlich. Der wird im Leben sicher nur herumgeschubst und hat auch keine Selbstachtung. Mit dem tausche ich meine Körperflüssigkeiten sicher nicht aus. Wer weiß, was dabei rauskäme. Und was halten Sie von einem körperlich fitten und kräftigen Mann, der über Muskelmasse und nur wenig Körperfett verfügt? Sie denken sich: Yam yam, der Bursche hat Selbstdisziplin und deutlich sichtbares Selbstwertgefühl. Das macht mich heiß, weil ich weiß, dass er mich beschützen kann und auch hervorragendes Genmaterial für potenzielle Nachkommen ist. Natürlich gibt es Frauen, die sich nur auf Männer mit viel Geld stürzen, die explizit auf Männer in beruflichen Top-Positionen stehen, die gezielt nach Männern mit finanzieller Unabhängigkeit suchen und die einen durchtrainierten, aber verarmten Mann für einen reichen Mann sitzen lassen würden. All das relativiert meine Ansicht nicht im geringsten, wenn du genau drüber nachdenkst. Der Punkt ist folgender: Frauen stehen auf das, was sowohl hinter dem Geld als auch hinter dem durchtrainierten Körper steckt, nämlich die Sicherheit und Geborgenheit, die ihnen beides bietet. Du kannst Frauen ohne Knete, aber mit einem fitten und kräftigen Körper genau das bieten. Und wenn du jetzt noch immer den Einwand bringst, dass es Frauen nur auf das Geld abgesehen haben, verweise ich auf mein Video zum Thema. Übrigens: Hochbezahlte Topmanager sind oft selbst derartig karriere- und geldgeil, dass sich ihre Frauen daheim zu langweilen beginnen. Und Frauen, die sich langweilen, kommen auf dumme Ideen, auf sehr dumme Ideen. Deine Aufgabe: Bringe dich körperlich in Topform. Wenn du dir einen durchtrainierten Körper heranzüchtest, bekommst du Reaktionen von Frauen, die du unter Umständen so nicht erwartet hast und die Frauen meist nicht zugeben würden, wenn sie auf der Straße danach gefragt werden, auf was sie bei Männern körperlich abfahren. Ich rede natürlich von spontanen Sexabenteuern und One-Night-Stands. Während Mr. Fetti unsportlich Geld mitbringen muss, um diese zu bekommen, bekommt ein überdurchschnittlich fitter Mann das gratis geliefert. Pass auf: Wenn du deinen Körper innerhalb von wenigen Wochen transformieren und damit die leckersten und anspruchsvollsten Frauen glühend heiß auf dich machen willst, dann hilft dir mein Videosponsor Tim Wacker mit seinem UET-Programm weiter. Ich hatte Tim schon mal erwähnt und auch gleich haufenweise Feedback für diese Empfehlung bekommen. Ich selbst nutze Tims Methoden mit großer Leidenschaft, besonders wenn ich mich für die Sommersaison in die Defi-Phase begebe. Den Link zum UET-Programm platziere ich dir direkt in die Videobeschreibung. Guck dir das an und tue das, was du tun solltest. Mein Fazit: Wenn du körperlich unmittelbar Anziehung aufbauen willst und gleichzeitig dein Selbstbewusstsein nach oben katapultieren willst, dann bringen dir Fitness, Muskelmasse und ein moderater Körperfettanteil Vorteile ein, welche nicht wegzudiskutieren sind. Natürlich bringst du dich nicht in Form, nur damit Frauen auf dich abfahren. Du machst es ganz unabhängig von den weiblichen Reaktionen und einfach, weil es das Richtige ist.